Heinz-Steier-Stadion. Heinz-Steier-Stadion, das war schon der erste Willkommensgruß von unserem nächsten Referenten, der uns hier heute durch den Nachmittag führen wird, Matthias Lust. Herzlich willkommen. Matthias Lust wird gleich mit seiner U19, deren Cheftrainer er ist, ja auch gleichzeitig Co-Trainer der Profis, meinen persönlichen Lieblingsbereich des Fußballspiels aufgreifen. Denn was gibt es letzten Endes Schöneres, als wenn der Ball im Netz zappelt, das Netz sich ausbeult und man Tore macht? Und als ich dann gesehen habe, dass er es auch schwerpunktmäßig in Spielformen tun will, da habe ich gesagt, das wird spannend, das wird interessant. Das möchte ich unbedingt sehen, weil uns allen fallen ganz, ganz viele Übungsformen ein, wenn es darum geht, wie üben wir das Tore schießen. Aber letzten Endes das Ganze in eine Spielform zu verpacken, die attraktiv ist, begeisternd ist, spannend ist und dann auch noch eben viel Torerfolge garantiert und entwickelt, das ist sicherlich eine besondere Herausforderung. Matthias hatte ja auch gerade in dieser Woche, ihr habt die Fans eventuell noch gesehen von Aston Villa, hier als Co-Trainer, noch ein Spiel auch mit gegen einen englischen Gegner, hat da interessante Erfahrungen gemacht, wir haben uns da schon ein bisschen ausgetauscht und er ist auch schon eine ganze Weile unterwegs, er war als Profi unterwegs bei Waldhof Mannheim in Saarbrücken, in Unterhaching und auch in dem Verein, aus dem ich stamme, vom VfL Bochum. Da war er einige Zeit unterwegs, hat insgesamt über 300 Erst- und Zweitligaspiele da gemacht. Einige Jahre jetzt schon als Trainer unterwegs, fast 10, glaube ich, kann das sein? Ja, 2007 habe ich meine Fußballlehrerlehre gemacht und seitdem als Trainer unterwegs. Ja. Und von diesen Erfahrungen zu profitieren, darauf freuen wir uns jetzt alle. Wir freuen uns auf die Zeit jetzt mit ihm. Ich habe ihm auch gesagt, euer Einverständnis vorausgesetzt, es ist verdammt heiß. Er soll sich Pausen nehmen und wenn es dann hinterher keine ganze Stunde wird, dann wird es halt keine ganze Stunde, damit wir einfach auch ein bisschen an die Gesundheit der Jungs denken, die hier draußen in dieser glühenden Hitze unterwegs sind und aktiv sind. Ich wünsche uns allen eine interessante Praxiseinheit. Matthias, schön, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Modernes Angriffsabschlusstraining in Spielform. Dankeschön. Ja, hallo erstmal zusammen. Ja, Tore sind das Salz in der Suppe. Noch ein Spruch, das Runde muss ins Eckige. Und das versuchen wir heute auf den Platz zu bringen. In Spielformen, die Vorüberlegung war, wo fallen Tore, wie fallen Tore. Statistiken geben her, dass 90% der Tore im 16-Meter fallen unter ja, hohem Gegnerdruck, in engen Räumen, mit wenig Kontakt zum Abschluss kommen. Das alles will ich euch heute in drei Spielformen näher bringen. Dazu komme ich dann später nochmal, wenn es losgeht. Ich habe einen didaktischen Ansatz auch gewählt, dass die Spieler aktiv bei den Lösungswegen mithelfen. Also so ein kleines Frage-Antwort-Spiel ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich kenne es aus Atletico Bilbao, wo ich es in der Jugend gerade von dem Head of Coaching Development, die Maria Ruiz de Oña, seit Jahren praktiziert wird. Und das versuche ich dann heute auch ein Stück weit einzubringen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich es versemmel, dann richtig. dann steigen wir auch gleich ein. Eine Bitte habe ich noch, habt Verständnis für die Jungs. Es ist eine brutale Hitze hier in dem Kessel. Deswegen werden wir eine gewisse Spielform vielleicht nur zweimal durchführen. Und dann den Rest werde ich dann versuchen, euch mit den Variationen dann zu erklären. Also viel Spaß dabei. Ja, wir beginnen mit hier auf einem relativ kleinen Feld, ungefähr 24 Meter, 5 Meter Breite mit einem, ich sag mal, rollenden 2 gegen 1. Zwei Leute greifen an, wir verteilen uns erstmal grün zum Mika, schwarz zum Kiwi. Das Ziel ist, so schnell wie möglich 10 Tore zu erzielen. Die Verlierermannschaft muss 10 Liegestützen machen. Es ist so, dass erst ab der Mittellinie abgeschlossen werden kann, dass wir dem Verteidiger eine gewisse Chance geben, hier zu verteidigen. Wenn der antribbelnde Spieler kann ins 1 gegen 1 gehen, dann hat er mehr Kontakte. Nach Pass auf den mitlaufenden Spielern
kann er nur mit zwei Kontakten zum Abschluss kommen. Es dürfen keine Rückpässe erfolgen, sondern wir wollen schnell Zug zum Tor entwickeln. Wer hat das Knobeln gewonnen? Grün. Also, dann legen wir mal los. Ja, und die Nächsten. Oh. Ja, 1-0 grün. Ja, 1 beide. 2-1 grün. 2 beide. 3-2 grün. 3 beide. 4-3 schwarz. Ja, geht gerade noch. 5-3 schwarz. 5-4. Okay. Sechs, vier, schwarz. Rückpass. Nächsten, schwarz ist dran. 7-4. 7-5. 8-5. 8-6. Ja, 3. 8-7. 9-7. Gut, ja. Okay. Grün, 10 runter. Kommen wir dann zusammen. Mika, komm auch dazu. Männer, kommt schnell zusammen. Schwarze Mannschaft, was habt ihr gut gemacht? Tempo rein. Ja, Stimmung hätte besser sein können. Tore gemacht, ja, das wollen wir ja. Grün, was habt ihr gegenüber den Schwarzen nicht so gut gemacht? Keine Tore. Und, wenn ich mich da an Cabo erinnere, ja, Hacke, Rückpass. Ja, wir wollen schon, gerade wenn wir wenig Gegnerdruck haben, viele Torabschlüsse haben, schnell zum Tor kommen, mit Zug zum Tor kommen, kommt auch natürlich auf eine gewisse Passqualität an, ist klar. Aber wenn wir antribbeln, richtige Entscheidungen treffen, wie reagiert der Verteidiger, kann vielleicht allein gehen oder spiele ich den Pass in den Lauf. Das sind so Lösungsansätze, habt ihr schon ganz gut erkannt. Wir machen einen zweiten Durchgang. Jetzt geben wir dem Verteidiger noch ein bisschen mehr Chance, euch stellen zu können. Wir beginnen mit einem Querpass und dann gleiche Ablauf. Zwei Kontakte maximal zum Torabschluss, wieder bis 10 Tore. Schwarz beginnt. Okay, legen wir los. Schwarz beginnt. Nick, du bist schwarz. Okay, Querpass und dann geht's los. Ja, okay. Nee, Abschluss, Ende. Nächste, grün. Komm, schneller raus. Ja, 1-0 grün. Ja, abgeschlossen, geht nicht mehr. 1-0 grün immer noch. Schneller raus da, Männer.
Oh. Zwei nur grün. Drei nur grün war's. 3-1. Vier eins grün. Ja, war drei Kontakte. Vier eins grün weiter, schwarz am Ball. 4-2. Ja, 5-2. 5-3. 6-3. 6-4. 6-4. Gut gehalten. 6-5. 7-5. 8-5. 9-5. 9-6. 10-6. Okay, schwarz runter. 10-6. Ja, Panna, was hast du gut gemacht? Ja, genau, hinterlaufen. Der Querpass hat uns dann eine Variante eröffnet mit Hinterlaufen. Habt ihr gut ausgenutzt. Schubi, was habt ihr im Gegensatz zum ersten Durchgang schlechter gemacht? Ja, Effizienz. Man muss sehen, wenig Gegnerdruck hier. Trotzdem gelingt es uns nicht in jedem Angriff einen Abschluss zu erzielen. Das ist insgesamt dann, ja, sieht man, wie schwer es ist, Tore zu erzielen. Wir werden nochmal einen dritten Durchgang machen, wo wir das dann Ganze verschärfen mit einem Querpass und der Abschluss nach Pass ist nur noch direkt möglich. Okay, dritter Durchgang, auf geht's. Grün hat wieder den Ball. Okay, Rudi, leg los. Ja, oh, schade. Ja, muss dann direkt schießen. Ja, schlechter Ball, aus. War einmal aus. Nächster grün. Okay, Ende. Ja, und gut. Abschluss gesucht. Nächste Aktion. Jetzt 0-0, oder? 0-0 steht's noch. 0-0 steht's noch, oder? Ja, machen wir nur bis 5 den Durchgang.
Ja, eins für Schwarz. Eins beide. Gut, Max. 2-1 Schwarz. Und gut. Kein Tor. 2-1 Schwarz. Okay, Ende. Grün am Ball. Zwei beide. Drei, zwei grün. Vier, zwei grün. Mach ihn, Panna. Okay. Oh. Oh. Vier, drei. Vier beide. Nee, geht immer. Nein. Okay, Männer, geht was trinken. Ja, man sieht schon, dass man durch ein paar Provokationsregeln dann das ganze Ding erschweren kann, obwohl wir im gleichen 2 gegen 1 gespielt haben, aber der direkte Abschluss ist dann doch mit der Passqualität, Passgenauigkeit dann doch wichtig, um dann ja, sauber zum Torabschluss zu kommen und dann auch ein Tor erzielen zu können. Wir erweitern jetzt die ganze Geschichte. Das Spielfeld wird größer und breiter, sprich das zweite Tor kommt auf die Mittellinie. Wir erweitern das auf 16 Meter Breite. Wir spielen dann praktisch über 4 Zonen von 16er mit dem Spielaufbau mit wenig Gegnerdruck ins Übergangsspiel einlaufender äußerer Mittelfeldspieler oder ja, über die 6 auf den äußeren Mittelfeldspieler. Und dann wird es in der zweiten Hälfte ein 5 gegen 3, 3 Defensive, 5 Offensive mit einer Konteranschlussaktion. Und da schauen wir auch, dass wir schnell in 16er reinkommen, schnell zum Abschluss kommen, Positionen im 16er besetzt haben und im Rückraum so schnell wie möglich da in die Box zu kommen, um auch dann vernünftig zum Torabschluss zu kommen. Werden wir jetzt versuchen. Mika hat den Ball. Wir beginnen hier mit dem Spielaufbau. Die zwei gegnerischen Stürmer versuchen den ein Stück weit zu stören. Wir haben die Chance, hier auf den Sechser durchzustecken und dann ins mit dem Übergangsspiel auf die Außen zu kommen. Oder, wenn es möglich ist, hier über die Außenverteidiger und dann in die Tiefe und dann geht die Aktion los. Wir werden jeweils 3 Versuche starten mit der Konteraktion und dann schauen wir, wie es gelaufen ist. Okay, Mika. Ja. Okay, faul. Okay, gut. Nochmal hier, Mika, bei dir.
Okay, warte, bis der Kiese Position hat. Okay. Ja, bring es noch zum Abschluss. Dritter Versuch hier noch. Nick und Kubi, ihr könnt dann hier die Zone verlassen, euch da schon den Ball abholen. Wir wollen aber auch dann Bomer und Maxi, gerade in der Umschaltaktion, dass ihr dann auch einlauft wie beim ersten Angriff und euch anbietet, um den Ball zu bekommen. Dass ihr auch dann euch an dem Gegenangriff beteiligt. Okay. Ja, okay. Wir machen Aufgabenwechsel. Schwarz den Ball, Kiwi, du eröffnest. Und aus. Ja, gut. Eine noch. Okay, kommen wir hier in der Mitte zusammen. Schwarz, was habt ihr gut gemacht, Paul? Bitte? Tiefe gesucht, Torabschluss gesucht. Wobei, wenn ich gerade Bomer sehe, ja, auf einer guten Position da, sucht den Weg zum Tor, wolltest nochmal gerade nach innen passen. Schubi ist trotzdem zum Abschluss gekommen, aber warst eigentlich schon im 16er und kannst abschließen. Jay, was grün, nicht so zum Abschluss gekommen, was hat gefehlt? Ja, letzten Ball nicht richtig gespielt. Ja, es ging aber schon in der Spieleröffnung los. Wir müssen schnell in die Tiefe kommen, heißt natürlich Druck in die Bälle. Ja, die äußeren frühzeitiger einlaufen, Anspielstationen geben. Ja, und dann einfach da mehr Tempo rein. Grün eher statisch, schwarz schon einen Tick besser, mehr Zug zum Tor gehabt und schneller auch dann zum Abschluss gekommen. Das versuchen wir jetzt nochmal. Jeder drei Versuche. Mika beginnt. Ja, und tief dann. Oh. Okay, wir gehen wieder unten bei Mika.
Ja, gut vorbereitet. Okay, dritter Versuch. Und Konterangriff noch. Komm, einen machen wir. Okay, faul, gut verteidigt. Schwarz beginnt. Und da geht's. Okay. Okay. Guter Angriff. Okay, gut verteidigt. Letzter. Ja, gut. Schade. Okay, kommen wir nochmal zusammen. Was hat Schwarz jetzt gut gemacht, gerade letzter Angriff? Paradebeispiel. Gut. Ja, gut die Position besetzt, kam im 16 Meter Nick gut auf den ersten Pfosten gelaufen. Ja, gerade der Pass zu dir, Schärfe und auch dann den Raum erkannt. Schubi hat erstmal Gegner gebunden, Gegner musste Zentrum verdichten, dann haben wir den Pass nach außen Raum gehabt. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass wir schon mit den äußeren Mittelfeldspielern zu weit gestanden sind und auf den Ball gewartet. Nutzt nächstes Mal die Chance, ein Stück weit weiter nach außen, außerhalb vom Spielfeld und dann den Raum mit dem Lauf nutzen, um dann den Ball zu erwarten. Und dann seid ihr schon im Tempo, sauber erster Kontakt und dann kriegt man auch mehr Druck auf die Verteidiger. Letzte Form, wir verschärfen das ein Stück weit. Ein Stürmer kann, wenn sie überspielt werden, immer in die Abwehraktion eingreifen. Wir erhöhen den Gegnerdruck, wir erhöhen den Zeitdruck. Das heißt, noch schneller zum Abschluss kommen und Räume erkennen. Auf geht's, Grün fängt wieder an. Genau.
Kubi und Nick, immer wenn einer überspielt wird, hinterher, aber wieder bei Balleroberung, habt ihr eine Anschlussaktion aufs andere Tor. Okay, Kubi, lass laufen. Ja, jetzt spiel. Okay. Gut, Einser. Okay, und Konter. Gut gespielt, okay. Hammer. Okay, Schwarz beginnt. Drei Angriffe. Okay, wir machen noch einen für Schwarz. Schade, Männer. Okay, kurz was trinken, dann das Tor. Noch eine Position weiter. Ja, in der schwierigen Spielform oder Variation haben sie, ich glaube, das besser gemacht als in der einfachen. War mehr Zug zum Tor drin. Die einlaufenden Spieler haben mehr Tempo gehabt. Das kann man ein Stück weit dann immer erweitern, dass der Ball entfernte Verteidiger dann als, ja, als defensiver Mann dazukommt, ja, dass man nachrücken darf, dass es, ich habe es ein Stück weit dann bei einer Aktion laufen lassen, dass es ein ganz normales Spiel wird mit allen Spielern. Da gibt es bestimmte verschiedene Variationen noch. Wir erweitern das jetzt noch einmal. Das Tor kommt noch ein Stück zurück. Die Mittellinie ist dann hier der 16er, drüben ein ganz normaler 16er. Die gelben Blättchen sind die, ist die Mittellinie, 16 Meter Breite. Wollen wir dann hier den Flügel kennzeichnen, wo wir beginnen in einem 10 gegen 10. In der eigenen Hälfte zwei Kontakte, um schnell in die gegnerische Hälfte zu kommen. Zwei Kontakt in der gegnerischen Hälfte, zwei Kontakte am Flügel in der gegnerischen Hälfte, um schnell wieder ins Zentrum zurückzukommen. Und in der gegnerischen Hälfte, Mittelzone, ist dann freies Spiel, ähnlich wie wir es gerade gemacht haben. Okay, Männer, wir spielen dann ja, ein breites 4-3-2, Viererkette bei Grün mit Jay, Kiese, Rudi und Alec. Panna linkes Mittelfeld, eher außen.
Oinsa auf der 6 im Zentralmittelfeld und Kylie rechts in der Spitze mit Corwin und Capo. Schwarze Mannschaft mit Maxi, Paule, Max und Schurzi in der Viererkette. Nicke Önig rechts Mittelfeld, Schubi Mitte, Boma links und in der Spitze mit Nick und Kubi. Stellen wir uns auf. Erster Durchgang, 4 Minuten, Männer. Denkt an die Kontaktzahlbegrenzung und Kiwi, lass laufen. Okay, ganz normal mit Einwurf und Eckball. Außen ist begrenzte Anzahl, schwarz den Ball. Und denkt an die Kontaktbegrenzung. Okay, dann kommen wir zusammen. Uli, was haben wir weniger gut gemacht? Sag schlecht verteidigt.
Ja. Wir provozieren natürlich mit nur ein Zentrumspieler und breiten Mittelfeldspieler, provozieren wir natürlich die Räume, das wollen wir haben, um auch gewisse Torabschlüsse zu bekommen. Hast recht, im richtigen Spiel war da immer in Unterzahl, aber das wollen wir ja provozieren. Deswegen haltet eure Mittelfeldspieler erstmal breite. Wir provozieren hier den Angriff durchs Zentrum. Wir brauchen aber trotzdem Breite, um die Räume im Zentrum zu haben, um einzulaufen, um Tempo mit Ball zu bekommen. Deswegen versucht eher breit zu stehen, Räume öffnen im Zentrum, in die wir dann starten können und auch uns Passfenster ermöglichen. Zweiter Durchgang, lösen wir das Ganze ein bisschen auf. Eigene Hälfte immer noch zwei Kontakte und in der gegnerischen Hälfte freies Spiel. Okay. Kiwi, leg los. Ja, jetzt hat man annähernd die Situation, Männer, gut. Mit Eckball, normales Spiel. Abstoß. Einfach nochmal. Oh, okay, Männer, gut so.
kurz was trinken noch. Ja, ich hätte gerne mit dem Torerfolg aufgehört. Bemerkt, die Jungs wären ungenau, sind ziemlich platt bei der Hitze, verständlich. Diese Übungsform kann man durch ja, als normales Spiel dann erweitern oder auch gewisse Felder, vielleicht den Flügel in Diamantform oder komplett den Flügel abschneiden. Da gibt es natürlich verschiedene Formen, um da noch ja, gewisse Dinge zu provozieren und auch ja, zu erreichen und auf den Platz zu bringen. Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit, noch viel Spaß in Dresden und ja, vielen Dank. Matthias, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für die eindrucksvolle Vorstellung und ja, auch wenn der Torerfolg zum Schluss dann da so nicht mehr gefallen ist, das Tor nicht mehr gefallen ist. Wenn es so einfach wäre. Wenn es so einfach wäre, genau. Wenn es so einfach wäre, dann wäre es noch einfacher. Auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die U19 von Dynamo Dresden, an euch Jungs. Euer Applaus. Hey.